Ja, hi Leute und herzlich willkommen zum neuesten Video von MacBook Pro. Und zwar zeige ich euch heute ein bisschen über, oder ein wenig mehr über den Apple Script Editor. Und zwar, wie man Ordner und Dateien kopiert und wie man sie umbenennt. Und außerdem, wie man die Uhrzeit vom PC, die momentane Uhrzeit herausfindet. Genau, ich zeige euch das Ganze am Beispiel von Minecraft. Und zwar einmal mit zwei Aktionen. Einmal mit der Minecraft-Version, wie man sie ändert mit einem Programm und wie man ein Backup von dem Server, der bei mir hier jetzt auf dem Desktop liegt, wie man ein Backup davon macht. Als erstes öffnen wir erstmal den Apple Script Editor. Genau, um erstmal abzufragen, welche Aktion wir machen wollen, geben wir ein Display Dialog, welche Aktion willst du machen? Fragezeichen, Gänsefüßchen. Buttons, eckige Klammer, Gänsefüßchen. Minecraft-Version ändern. Und Backup vom Server. Genau, Default Button 2, weil es ja zwei Button sind. Jetzt müssen wir das Ergebnis davon in eine Variable speichern. Da machen wir einfach Set Aktion to Result. Jetzt müssen wir abfragen, welchen Button wir gedrückt haben. If the button returned off the Aktion ist Minecraft Version ändern, then. Also wenn dieser Button gedrückt wurde, dann passiert Folgendes. Tell Application Finder Activate, um den erstmal in den Vordergrund zu holen. Und dann müssen wir abfragen, ob ist die Datei Library Application Support Minecraft bin Minecraft.jar, ob die vorhanden ist. If file Minecraft.jar off folder bin off folder Minecraft off folder application support off folder Library of Folder Mac it Pro of Folder Users und dann of Start Up Disk. Also jetzt haben wir erstmal diesen Pfad von dem Ordner eingegeben. Genau. Kurz gucken, ob keine Fehler drin sind. Das dürfte nicht sein. So. If file bla 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 exists, then delete, also nächste Zeile, delete file minecraft.jar bis disk einfach kopieren. Genau, wenn das halt da ist, müsst ihr es löschen. Weil wir das erstmal nicht brauchen oder weil es entfernt werden muss. Und dann einfach end if, weil wir ja hier eine if-Konstruktion angefangen haben. Danach müssen wir jetzt auswählen, welche Version wir haben wollen. Hier habe ich einmal in dem Minecraft-Ordner drei Ordner angelegt. Einmal 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5. Das sind die jeweiligen Versionen 1.2.3, 1.2.4 und so weiter. In der jeweils die jeweilige Minecraft.jar-Datei drin liegt. Diese müssen wir jetzt kopieren. Dafür machen wir den Befehl Duplicate, das ist der Kopierbefehl, Duplicate File tut mir leid, ich habe mich vertan. Wir müssen natürlich erstmal herausfinden, welche Version wir verwenden wollen. Dafür machen wir eine kurze Abfrage. Choose from List, eckige Klammer, Anführungsstriche, 1.2.3. Das sind dann die Versionen, die ihr habt und die ihr
ja, verwenden könnt. Genau. Und Klammer zu. Jetzt müssen wir abfragen, welchen wir ausgewählt haben, welche Version. If. Ne, erstmal müssen wir das in eine Variable schreiben, weil wir ja sonst nicht damit arbeiten können. Deshalb set zum Beispiel lol to result. Genau, und dann haben wir jetzt das Ergebnis davon in die Variable lol geschrieben. If lol is, eckige Klammer, Anführungsstriche, 1.2.3, then set lol to, Anführungsstriche, 1.2.3. Das müssen wir machen, weil das ja ein Text werden soll. Das ist ja hier ein Text und keine Listenauswahl. Und deshalb müssen wir die Variable wieder ändern. Und das müssen wir jetzt einfach bei jeder Version machen. Das geht ja relativ schnell. Einfach kopieren. Und hier hinten einfach die Zahl ändern. Genau. Und dann müssen wir das Ganze noch kopieren mit dem Befehl, den ich vorhin schon angesprochen habe. Duplicate File Minecraft.java off folder. Und jetzt müssen wir lol eingeben, weil das ja der Ordner ist. Genau, und dann off folder Minecraft und so weiter, wie es hier oben steht. Bis disk. Dann haben wir schon mal den ersten Ort, den das File, das kopiert werden soll. Und dann wohin? Schreiben wir einfach to folder bin off folder Minecraft. Einfach wieder hier kopieren. Genau. Und dann habt ihr die erste Aktion fertig. Dann macht ihr noch Entel, weil ihr ja hier oben ein Tel Application Finder gemacht habt. Genau. So, und jetzt, um die nächste Aktion zu machen, machen wir else Tel Application Finder, damit ihr den erstmal wieder anspricht. So, und jetzt müsst ihr herausfinden, wo dieser Server liegt. Und dann macht ihr kurz eine Meldung, und zwar mit display dialog wähle den Ordner, in dem der Server liegt, Anführungsstriche. Dann müssen wir schreiben buttons und dann eckige Klammer. Okay. Und dann noch Default Button 1, weil es ja nur ein Button ist. Ja, jetzt müssen wir gucken, wo dieser Ordner liegt, indem wir einfach set Ordner to choose Folder. So, und jetzt wollen wir den Ordner dann am Ende zu einem Namen umändern, damit wir dann wissen, von wann das Backup ist. Und deshalb müssen wir die Zeit herausfinden. Ja, und um die allgemeine Zeit herauszufinden, müssen wir eine Variable beschreiben, und zwar mit set, zum Beispiel Datum, to, in Klammern, current date. Genau. Und dann wird die Variable Datum mit dem momentanen Datum beschrieben. So, und um ja davon jetzt die Zeit herauszufinden, machen wir einfach set Zeit, to, in Klammern, hours, also die Stunden, auf Datum, also von der momentanen Zeit. So, und dann einfach mit dem Leerzeichen dazwischen Stunde und das gleiche mit Minute, auf Datum und dann wieder mit dem Leerzeichen dazwischen und dann noch Seconds auf Datum. Ja, wenn ihr die Zeit auch noch mit Bindestrich oder mit einem Punkt oder so abkürzen wollt, könnt ihr es damit noch machen. Ich finde einen Bindestrich eigentlich am schönsten. Doppelpunkt geht leider nicht. Ja. Und dann müsst ihr am Ende noch schreiben s Text, weil das ja als ein Text gespeichert werden soll. Genau, und das gleiche macht jetzt einfach noch mit dem heutigen Tag, das ist der 6. April. Dafür macht ihr dann einfach set Tag to, in Klammern, Day of Datum und ja, was kommt als nächstes? Month of Datum und
Year of Datum. Klammer zu und wieder S Text. Genau. Jetzt müsst ihr natürlich noch überprüfen, ob es den Backup-Folder schon gibt. Das macht ihr einfach mit if Folder Backup of Folder Ordner exists. Ja, wenn, dann passiert gar nichts. Ansonsten make new Folder add Ordner. Also in der im Pfad Ordner with properties eckige Klammer name Doppelpunkt Anführungsstriche Backup Anführungsstriche Klammer zu. So, und da wir hier oben wieder eine if-Schleife haben, end if. Jetzt müssen wir noch den Server-Ordner kopieren wieder, also duplicate folder server of Ordner to folder backup of Ordner. Genau, dann habt ihr den ganzen Quatsch kopiert, den ganzen Ordner, den ganzen Server halt. Ja, und dann müsst ihr jetzt einfach noch den Namen umändern. Dafür macht ihr einfach set name of folder server of folder backup of folder of Ordner to tag und Leerzeichen. Zeit. Genau, und dann habt ihr hier oben eine Tell Application gemacht, also end Tell, und ganz am Anfang eine riesen if-Schleife, also end if. Genau, und jetzt könnt ihr das Ganze erstmal übersetzen drücken. Und es kommt keine Fehlermeldung, das ist schon mal sehr gut. Genau, und jetzt drückt ihr einfach mal auf Ausführen. Ja, Minecraft-Version ändern würde ich als erstes mal vorschlagen. Da habe ich einen Tippfehler gemacht. Users muss natürlich in Anführungsstrichen geschrieben werden. Das tut mir leid. Aber das kann einfach passieren im AppleScript-Editor, dass man sich mal verschreibt. Ja, einfach ausbessern und nochmal machen. Gut, dann wurde jetzt als erstes, wie ihr es auch gehört habt, die Minecraft.jar gelöscht. Jetzt gebt ihr hier zum Beispiel die neueste Version 1.2.5, drückt OK und sie wurde hier eingefügt. Genau, und schon habt ihr die neueste Version da drin. Und das könnt ihr halt machen, wenn ihr verschiedene Server zum Beispiel habt und der eine Server läuft auf dem älteren Spielversion, der andere auf der neueren. Genau, könnt ihr halt einfach mit diesem Programm ändern. Wenn ihr jetzt nochmal auf Ausführen drückt und dann Backup vom Server drückt, werdet ihr aufgefordert, ja, den Ordner auszuwählen, in dem der Server liegt. Das ist jetzt hier der Schreibtisch. Schreibtisch auswählen, auswählen drücken und hier wird ein Ordner mit dem Namen Backup gemacht und der Server wird hier reinkopiert und mit dem Namen 6. April 2012, 19.35 Uhr und 33 Sekunden. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Am besten, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare oder auf unsere Internetseite ins Gästebuch oder schickt uns eine E-Mail an macitpro@gmx.de. Ja, am besten wäre es natürlich, wenn ihr uns abonniert und am besten das Video auch liked. Ja, und ansonsten hören wir uns das nächste Video.